Sie ein bisschen traurig, dass Sie nicht gewonnen haben? Nee, ich hatte auch totalen Schiss, auf die Bühne zu gehen, weil dann muss ich irgendwas sagen. Und ich bin ganz froh, dass das andere gemacht haben. Hätte doch Ihr Sohn gemacht, oder? Vielleicht. Aber haben Sie es, wie haben Sie die Verleihung erlebt? Also ich fand toll, dass Sie ganz diese Hollywood-Stars da waren, Denzel Washington und Morgan Freeman, das war toll. Sind das Idole so, sind das Idole? Guckt man sich sowas ab von irgendwelchen? Nee, ich bewundere sie und ich bin neidisch, dass ich in solchen Filmen nicht spielen kann. Aber Ihr Film ist ja nun auch nominiert gewesen und es war ein großartiger Film. Und ja, es war ja auch echt keine einfache Rolle, weil Sie mussten sich ja irgendwie, haben sich ja immer mehr akribisch reingearbeitet und haben ja auch dann einen Freund verdächtigt. Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich meine, das war ja auch ein Erlebnis, was Sie spielen mussten, was nicht ganz einfach ist. Da springt man einfach so rein. Also springt man so rein. Herrlich, ja. Und der Freund, den ich verdächtigt habe, ist sein Vater. Ja, ich weiß. War das komisch, die Eltern so zu sehen, beide im Film? Ich halte Film. Die Knarre an den ja. Kopf deines Vaters. Ja, das habe ich gut. Ich fand es cool, dass sie mal zusammengearbeitet haben. Und wir hatten da auch einen schönen Tag zusammen. Und deswegen war alles cool. Alles cool? Sie haben ja zusammen studiert, ne? Also Schauspiel zusammen studiert. Und jetzt wieder nach Ewigkeiten mal wieder vor der Kamera gestanden. Ja, genau. War das komisch? War toll. War schön. War für unseren Sohn schön.